Wenn wir eh schon frieren. Willst du mal ausprobieren? Luftlos? Ich muss ja sagen, ich finde das minus halt... Minus 110? Minus 120? Yay. Alter, sieht doch schon krass aus. Ja, ne? Hier draußen. So viele Asteroiden, Wahnsinn. Könnte man sich hier nicht mal umgucken? Ach, das war auch mit alt, ne? Da hast du ja dann freie Kamera. Ich flieg wieder zurück, ne? Kein Sauerstoff zum Atmen, ja. Ja, ich fahr da nur UUF sitzen. Ah, davon ist ja, der Ressource. Ja, Hypothermie ist es. Der Scanner funktioniert, der ist gut. Eisenerz, oder? Ja. Dann ist noch eine Risse. Ja, also das mit dem Scanner funktioniert super. Der zeigt jetzt alles Mögliche hier an Ressourcen und irgendwelchen Gebäuden und allem drum und dran. Das ist echt schön. Dann findest du jetzt die Sachen wenigstens mal. Ach, stimmt. Du brauchst ja den Scanner auch noch dafür. Promethium. Hier machst du. Das ist eine Drohne. Weg hier. Mhm. Bei uns in der Nähe gibt es auch noch eine Ressource. Sehe ich gerade hier vorne. Ach, das waren diese roten Dinger. Da immer. Und wieder zwischenlanden. Warte. Ja, ein bisschen Zeit hast du noch. Ich habe noch über 200 Leben. Ach so. Ja gut, dann sag Bescheid bei 100. Wobei, das geht dann zu schnell, ne? Mhm. Das sind jetzt 203. Achso, ja gut. Das ist doch relativ entspannt. Dann fliege ich hier vorne zur Ressource. Das schaffen wir. Ja, und wenn es geht, noch weiter von der Drohne weg. Ist das eine Drohne? Ja. Ah, Raketendrohne, ja. Ich habe noch 130 Leben. Ah, da fliege ich hier vorne hin. Die scheint uns gar nicht mitgekriegt zu. Mhm. Jupp. Yep. 40 Leben, 30. Ah, auf dem Promethium-Dinger hier, hä? Ja, krass, ne? Ja gut, aber jetzt haben wir das mitnehmen können. Jetzt haben wir das Promethium-Depot entdeckt. Jetzt brauchen wir halt nur einen Bohrer oder beziehungsweise eine Bohrerladung. Den Bohrer können wir ja schon bauen. Mhm. Und für die Bohrerladung brauchen wir Promethium-Pellets. Mhm. Für eine Logik, wie kommst du denn an die Pellets ran? Ja, durch dieses radioaktive Gebiet, ne? Das müssen wir halt nur finden. Pentaxidro, ich hab zwei. Du Schwachkopf, die brauchen wir nur aufheben. Die Kristalle konnte ich vorhin nicht aufheben. Ich hab vier Pentaxidro einstecken. Echt cool. Das finde ich gut. Weil ich bin vorhin nämlich extra da rangegangen. Die könnte man doch früher mal sammeln. Ja, genau. Bin jetzt, oh scheiße, jetzt kommt da Radio... aktive Hagel. Ja, zwei Pentaxidro. Hast du deinen Rucksack schon aufgesammelt? Ja. Den habe ich extra daneben abgelegt. Habe ich den? Ja. Nicht, dass ich einfach so sage. Ach, schön. Mir ist zwar kalt, aber wir haben Pentaxid. Yay, na dann komm. Hm? Ich bin gerade. Na, setz. Nein. Was? Ja, nein. Kannst. Ja. Ich wollte gerade sagen. Du hast ihn hergezogen. Rein, raus. Hier sind. Also hier sind so rot-pinkfarbene Markierungen und so orange. Da fliegen wir jetzt mal hin und gucken uns mal an, was das ist. Die siehst du im Scanner oder was? Hm, ja, sind jetzt halt so Markierungen, siehst halt so die Farbe und der Level steht daneben.
Und dann halt, wie weit die entfernt sind. Wenn es Ressourcen sind, steht es halt im Weiß, da steht Ressource. Trading. Alter, das leckt wie Sau. Das ist heftig, oder? Jetzt gerade steht er bei mir. Bei dir auch? Ja. Ich habe gerade Standbild schon. Ja. Achso, das ist nicht nur... Ich dachte, das wäre mein Rechner, der es nicht mehr packt. Was ist denn das jetzt hier? Destroyed Mining Towers, okay. Nice. Also jetzt gerade ist natürlich auch alles hier abandoned. Irgendwas verlassene Struktur hier. Archäologiestätte, eine verlassene hier vorne. Oh, das erinnert mich gleich wieder an diese Krieg. Ja, guck mal hier, eine Pyramide. Pyramide? Da war noch nicht richtig. Oh, lila. Das sind jetzt die Fraktionen. Ne? Ja, rot gibt's auch noch, sehe ich gerade. Hat er eben angezeigt. Eieieiei. Ja, aber so kann man auf jeden Fall jetzt gezielter suchen, weil das war vorher ja ätzend. Bevor es das gab hier, musstest du ja wirklich auf gut Glück da durch die Gegend fliegen immer. Ich hab nur noch 200 Leben. Oh, Raketendrohne. Eine Drohnenbasis ist das hier. Eine verlassene. Warte. Fliegen wir hier hoch. 100 Leben. Unbekannte Helix. Ich versuche so schnell wie möglich herzukommen. Da vorne ist eine Drohne, die kommt gerade. Eine Plasma-Drohne, die kommt näher. Dann hau ab. Das Ding zerschossen wird. Na, wir haben noch 300 Meter. Nimm einen Ladebildschirm. Wieder da. 80 Meter. Krieg ja auch so schön Damage. Hier sind noch irgendwelche Aliens, die hier rumlaufen. Ich sehe sie. Das ist noch 200, 300 Meter. Sie entfernt sich wieder ein bisschen. Hast du alles? Sitzt drin, kannst. Krieg auch schon wieder Damage durch den Hagel. Hagel? Ja. Radioaktiver Hagel. Ah, oh, herrlich. 100, 170 Leben. 130 Leben. Das ist übel. Ja, ich habe leider kein geschlossenes Cockpit freischalten können. Die kommen erst später. 87 Leben. Ja, das macht doch nichts. Der muss irgendwann auch hören. 43. Ja, hier kannst du mich... Oh. Nein, weiter. Flieg. Flieg. Ich flieg dann sowieso raus. Ist ja nicht so schlimm. Kann mich ja hier höchstwahrscheinlich selber looten. Nur, dass du die dann erstmal wegziehst. Ja. Ich kann dich abholen. Komm ja sowieso hinter dir hinterher. Mhm. Ja, ich wollte dann nur weglaufen. Da, wo die gerade waren, war wieder Pentaxid, weißt du? Ja, ich hab's gesehen. Oh, scheiße. Silizium entdeckt, auch nicht schlecht. Au! Ah, die bleiben da die ganze Zeit bei dir. Yep. Hast du eine Waffe oder sowas? Ja, ich bin aber nur gerade so reingekommen zum Looten, das war's. Okay. Die haben mich vorher schon zusammengeschossen. Ah, Mist. Ja, gleich wieder dort. Und los geht's. Kannst nicht mehr richtig wegspringen. Ja, die wollen auch nichts von mir wissen. Laufen permanent. Ne, ich komme zum Looten, dann fahre ich wieder um. Ja, ich glaube, jetzt habe ich sie. Ich glaube, jetzt. Oh. Du musst noch. Viele drauf. Ja, die Raketendrohne schießt auf dich. Ja, die Gatling auch, aber jetzt sind sie wieder auf dich.
du nur mal probieren, weiter wegzukommen von denen. Der Mond ist mächtig nah dran, der bewegt sich jetzt auch, der hat auch eine Rotation jetzt, also der bewegt sich um uns drum rum, um den Planeten jetzt. Krass. Das ist cool. Ja, ich sehe das hier gerade. Der wird mir angezeigt und das ist echt genial. Also ich muss sagen, das Update gefällt mir immer besser, ne? Hm? Ich gehe mal kurz zu der einen Ressource und hoffe, dass sie dann vielleicht ein bisschen weggehen. Hm? Die gerade zu mir wieder? Ich habe ja nicht mal Zeit, die Waffe zu nehmen. Ja, könntest du ja auch mal wegrennen, wegfliegen. Nee, ich komme hinterher. Die sind auch noch schneller als ich. Ach, Quatsch, ich hätte ja... Naja, es gab ja auch mal eine Zeit, da hat er unten... Ladestrukturen. Also ich habe hier ein abgestürztes Raumschiff entdeckt. Ein großes abgestürztes Raumschiff. Mhm. Leider ist da auch eine Drohne gewesen. Aber sie hat mich nicht wirklich kaputt gekriegt. Hoffe ich. Ach, der Hage ist das. Die Drohnen sind schon längst wieder weg. Ich hab mich schon gewundert. Komm grad zurück, wo bist du? Nee, ist egal. Rucksack von Dasisch, hier, da ist er. Nee, ich lebe wieder. Und bin wieder tot. Mich killt der Hage. Die Kate und der Hage. Ja, dann lande ich hier bei deinem letzten Punkt. Krass. Muss wirklich nur weit genug von dem Ding wegkommen. Von der Ressource. Bin ich. Bin hier bei deinem Rucksack. Jo. Boah, das laggt. Das ist heftig, ey. Jetzt drin kannst du. Ich habe 140 Leben. Das tickt so der Mal. Runter. Lag 20. Alter. Über diesen Planeten. Medium würde ich sagen. Medium. Durchwachsen. Ja, Alter. Ich habe aber auch. Warum das war. War, glaube ich, erst in der nächsten Stufe, ne? Bei dem kleinen Raumschiff. Die geschlossene Kapsel. Ne, jetzt habe ich sie. Wenn du keinen Damage kriegst, geht's schon mal drinnen. Ja, ich habe sie freigeschalten jetzt. Ja. Also wir können das Raumschiff jetzt, wenn wir zurückfliegen, umbauen, dass du halt auch keinen bekommst. Bist du? Sitzt drin. Noch 140 Leben. 140. Wir brauchen noch ein bisschen Pentaxid. 80. Da ist Pentaxid. Jawohl, lass mich gleich hier fallen. Ich fliege sowieso raus. Genau so. Ich rutsche. Oh, das sind diese fiesen Aliens, die mit diesen Krallen, die so rumlaufen, diese Monster. Ja, das ist egal. Ich habe ja eine Waffe drin. Angst, keine Drohnen sind. Und wenn dann irgendwann der Haken mal wieder aufhören würde. Ja. Ja, safe. Jetzt wirklich mal Maximum nervig. Oder Quest nervig. Das ist ganz cool. Das habe ich also vorher gar nicht gesehen, dass es hier diese Spritanzeige gab. Nee, die gab es auch nicht vorher, ne? Weil jetzt sehe ich nämlich unten, wie viele Minuten wir noch Sprit haben. Ja, da sehe ich's. Warte. Ah, ich komme runter und hab kurz in meinen Rucksack in die Brust. Ja.
hab den Knarre auf der 1 gelegt, damit ich umgefallen. So, hab ihn. Hm? Ja, mich legt ja der Hacke um. Na, ich hab zumindest dieses Monster, was halt hier war, weißt du? Ja. Das wurde mehrere. Ich hab nur eins gesehen. Ui. Hast du das Pentaxid mitgenommen? Ja, habe ich. Alter, ich komme hier unten an und hab schon. Fliege ich mich gleich wieder hin. Aber ich habe auch Promethium gefunden, das ist noch wichtiger. Der hatte nämlich ja. dieses Monster Nein. hatte nämlich Promethium-Erz dabei. Mhm. Schön. So, der Sturm ist immer noch nicht vorbei, ne? Nö, ich habe mich gleich wieder hingelegt. Ich hab's gerade so ein bisschen im Rucksack geschafft, das war's. Ich hab einfach zu weite Entfernung immer ein bisschen im Rucksack, 80 Meter. Ja, das ist heftig, ne? Bei dem Sturm dann. Kommst raus und da geht's schon Tag, Tag. Da hast du auch keine Überdachung dabei, ist totaler Quatsch. So, ich bin jetzt schon bei 260, bin nicht mal am Schiff dran. Jetzt? Wohin? Not? 140. Und so viel Damage habe ich auch nie gekriegt beim anderen Schiff, wo wir oben waren, weißt du noch? Mhm. Bei der Quest. Jetzt habe ich noch kein Damage gekriegt. Jetzt wieder 80. Steigen wir gleich aus. Mhm. Leckt. 20. Jupp. Wo sind wir denn überhaupt? Nicht mehr rum. Ich guck mal gerade. Ja, jetzt haben wir einen Großteil des Planeten. Da unten. Ja, das ist das Gebiet. Das gelb markierte. Das sind einfach die Farbe. Also, ja. Das gehört den Orangen. Mhm. Sozusagen. Ja, aber jetzt haben wir eigentlich schon einen Großteil. Ah, schöne Sachen entdeckt, hauptsächlich, also gerade die Erze, dass wir da was entdeckt haben, das ist echt ganz gut mal. Jo. Ja, jetzt kann es endlich losgehen. Brauchen wir noch einen Bohrer dazu? Radioaktiv halt nachgelassen. Jetzt ist es nur noch starker Schneefall. Yay, der 5 Kilometer muss noch durchhalten. Dann sind wir stopp, da. Stopp! Runter, da! Nee, weiter, weiter, weiter. Da ist eine Drohne. Oh. Weiter, weiter. Raketendrohne. Da ist Pentaxid unter uns. Das wegen. Ja, wir bauen ihn erstmal um und machen da die andere. Aber. Das andere Cockpit und dann können wir ganz in Ruhe Pentaxid. Mit einem Geschützturm in Kombination hier hinfliegen und. Aber Pentaxid-Bohrerleitung. Das ist auch noch nachher da. Hm? Geduld, junger Padawan, Geduld. Aber Pentaxid. Na, gleich F drücken, weil es eine Reißleine. Ja, du kannst ja nicht raus. Na, ich kann mit F, weißt du, absitzen. Nee, probier mal. Du meinst, es geht nur, wenn du ausschaltest? Es geht nicht, solange das Ding fährt. Warte, da unten ist Pentaxid. Das Schiff ein Mist. So ein Scheiß. Das ist die Kindersicherung ein hier, so weißt, Mist, du? Denken sie, weißt du? Oh, Alter, das hat noch nie so geleckt. Das ist ja der Wahnsinn. Yay, wir haben überlebt. Oh mein ey. Wir können die Pflanzen ernten. Nix wie rein. Sicher. Das sieht man. Wenn du dir die von draußen anguckst. Ja, du hast ja gerade gar nicht vor kurz. Da sind die ganzen Zungen weg, dass man so eklig aussieht bei den Dingern. Mhm.
Boah, ey. Nee, nicht B. Kaputt. Wieso will ich immer B drücken wegen Inventar? Was haben wir denn? 12 Fantaxit. Eine Ladung musst du bauen können. Na, ich brauche das Promethium, brauche ich ja. Dafür. Ach so, stimmt. Das Pentaxid ist ja. Ach Mist, stimmt. Das ist doch nur für einen Wurf. Genau, aber Promethium-Pellets hatte ich zum Glück genug. Deshalb. Hat gepasst. Also. Braucht man eine Bohrerladung, um dein Promethium wieder abzubauen. Ja, das Gute ist, wenn ich eine Bohrerladung herstelle, bekomme ich 5 Stück. Ja, früher waren es mal 3, ne? Hm? Ja, haben sie ein bisschen verändert. Ja, aber trotzdem, wie viele haben wir gefunden? Ich weiß gar nicht, allzu viel waren es nicht. Ja gut, 8 Promethium-Erz habe ich noch. Und aus einem Erz bekomme ich 10 von diesen Pellets. Es geht, also gute Ausbeute. Warte mal, ich gebe mal kurz den Auftrag hier, einen zweiten Bohrer zu basteln gleichzeitig. Dass du auch einen hast. Hm? Da ist er. Doch nur 2 Promethium hier auf dem Planeten. Jetzt ist er fertig. Ja, ist fertig. Hattest du Asteroiden an oder aus? Aus, ne? Diesen an. Alles an. Alles an. Diesen einen, gut. Wir wollen ja hier looten. Guck ich das ist hier. Genau. Aber oh, das ist ja wirklich richtig gut erkundet hier rundherum. Jetzt haben wir ja fast alles. Das ist ja nur ein kleiner Teil, den wir nicht haben. Ja gut, er wird nur angezeigt, aber wir haben noch nicht die Sachen, also die... Also alles, was schwarz ist, haben wir nicht erkundet. Genau. Aber du siehst, wenn es jetzt schon über die ganzen Gebiete sind, nicht mehr schwarz. Ich habe dir ganz unten, wenn du auf den Frachtcontainer zugreifst und ganz runter scrollst, habe ich dir unten die Ladungen und das eine Multitool hingepackt. Da kommt auch gleich der Bohrer, der ist zur Hälfte gerade fertig. Was? Im Container? Mhm, im Container ganz unten. In dem ganz normalen Container? Quatsch. Ganz runter scrollen. Ja. Aber wo ist nee. Mein Bohrer? Liegt bei mir mittendrin ganz oben. Hm, okay. Ui. Ich hätte es extra. Jetzt hat er gerade geswitcht. Ne, der ordnet selber nochmal. Der Bohrer ist drin, die 5 Ladungen sind drin. Ja, dann kannst du es rausnehmen. Keine Ahnung, warum der selber nochmal sortiert. Na gut, bei mir ist es halt, wenn ich drauf zugreife, ist es so geordnet. Also kann praktisch jeder das für sich ordnen. Ah. Oder? Hast du die Ladungen? Schön. Also die Multiladung ja, und hab ich die Multiladungen sind auch für dich, die da drin sind, ne? Dann brauche ich auch noch das Multi-Ding. Ist ja auch eins drin. Also sind 2 drin. Multiladung. Alter, da kriegst du einen Knick in der Optik. Da fängt an, da hat das auf der einen Ordnung, dann ruckt da auf einmal, dann hat das auf der nächsten Ordnung. Die Werkzeug T1, jawohl, hab ich. Wir haben Pentaxid veredelt, Pentaxid roh, ja, Promethium braucht man, ne? Das heißt jetzt erstmal schnell Promethium ernten. Ja. Nee, nächste Folge. Genau. Lass uns darum dann kümmern. So, wo ist denn hier? Das ist für die Passagiere, genau. Bist du fertig mit dem Container? Weil ich müsste einmal ran. Ja. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen zweiten Container, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Dass wir denn da die Klamotten reinpacken können. Aber jetzt gerade im Moment reicht er gerade noch so. So, mal gucken. Ah, sehr schön. Yippie. Nur der kleine Konstruktor, der kann ja draußen stehen bleiben, ne? Ja, auf jeden Fall. Den können wir da lassen. Der stört ja nicht.
Ja, da hat es schon wieder schön 70 Munition geritt. Können wir uns das schon mal sparen? Alter, wie möchtest du denn das sonst machen, ne, ohne den Biosprit? Kannst du vergessen, ne? Kraftstoff haben wir, Sauerstoff. Irgendwie konnte ich früher den Strom speichern. Oder geht tagsüber dann der Kraftstoff hoch in dem Ding? Na, gute Frage, ne? Wenn ich weiß, dass der auf jeden Fall. Der war ja die Folge, wo wir uns darüber unterhalten hatten, war der richtig dunkelblau, wo die Anlage dann auch. Ja, das ist dann. Die so wie die Anlage ist der hellblau. Ja, ja, aber komplett und, halt, ne? Und der wird noch heller. Und der wird noch heller in diesen einzelnen Füllstadien. Der war bei mir dann richtig hellblau bis ganz oben hin. Aber kann auch sein, dass sie das wieder alles überarbeitet haben. Da will ich mich ja auch nicht drauf festmachen. Wie viel Plätze haben wir da drin noch? 1, 2, 3, 4, 5. Das wird eng. Ach, du hast doch hier noch eine Frachtbox drin. Die kannst du auch noch stellen. Ansonsten pack das einfach in eine Munitionskiste, die ist groß genug. Das geht rein. Fliege! Ich hasse die Drohne zum Bauen. So. Findest du? Aus den Gründen, so wie du dich verbaut hast, das habe ich nur mit der Drohne geschafft, ja. Wesentlich geringere Fehlerquote. Kurz reingehen, ist schon wieder zu kalt. Schon wieder zu kalt, ne? Mal kurz wieder was essen. Großer Konstruktor sieht geiler aus. Ja, ne? Nur so fett gemacht. Ah, dieses Verbinden mit den Containern, das kann ich nicht ab. Entzugstation? Ja, sag mal, es geht, aber was halt keinen Sinn macht, ist, dass du halt keine Rohrleitung dahin. Also wie der Konstruktor hier hinten, ja, also so teleportiert er dann praktisch aus dem Container das zu sich und das macht halt so überhaupt keinen Sinn, das Ganze. Ja. Ja. Das ist genauso wie dieses Stromgitter insgesamt. Du musst keine Kabel legen, ne? Das finde ich dann zum Beispiel. Weißt du, da frage ich mich dann immer, sowas wie No Man's Sky. Das ist halt wirklich so ein reines Erkundungsspiel mit unendlich vielen Planeten, wo du auch die ganzen Planeten verändern kannst mit diesem Terraforming-Modul. Du kannst Sachen bauen, du kannst rumfahren, du kannst rumfliegen. Also eigentlich noch komplexer, auch aufgrund der viel besseren Grafik als bei Space Engineers und hier und dadurch, dass da so viele Kreaturen sich bewegen und alles. Und da kriegt man es ja hin, dass du auch ein Stromnetz bauen musst und sowas, ja. Könnte man doch hier auch machen. Ja, aber es war bei Empyrion noch nie drin. Du hast hier den Kern unten aufgebaut, hast rundherum um den Kern alles drumherum gesetzt und es hat ja immer funktioniert. War es ja noch so, dass du die Kisten einzeln angetatscht hast und in die Kisten, so wie der Nahrungsmittel, den Prozessor hast du ja alles reingelegt. Richtig. Und dann konntest du da drin erst. Dann haben sie ja später eingeführt, dich in die Basis gestellt hast, hast dein P gedrückt, irgendeine Kiste angedrückt und hast dich dort drin dann sagen, wo du die Kiste drücken musstest. No? Aber ich verstehe es halt nicht. Weißt du, wie das halt bei einem. Da war ich dann schon raus. Ich bin in der Basis immer noch hin und her gelaufen. Ich verstehe es halt nicht. Bei anderen Spielen kann man das halt hinkriegen und hier kriegt man halt sowas nicht. Es fehlt halt irgendwie, ja, ne? Das wäre irgendwie noch ja, ganz aber nett. Dass man jetzt die Kisten auch noch verbinden muss, dass dann der Konstruktor dort reingreift und das dort wieder, also raus teleportiert und wieder rein teleportiert. Nee, das ist. Ein bisschen Schaden haben wir genommen.
Hast du ein paar Schüsse abgekriegt? Ah. Die fiesen, fiesen Drohnen, ich sag dir. Ja, am schlimmsten sind die. Die Kanonendrohnen. Die Raketendrohnen, meine ich. Wenn die richtig treffen, dann. Sind Space Engineers. Platzt ganz schnell auseinander. So, das wäre repariert. Sehr schön. Schieb mal meinen Kram alles in die Munitionskiste. Ja, klar, mach das. Ist auf ein Schipperitt. Treibstoff auffüllen. Machen wir mal immer noch 64 Sprinter. Heißt. Liege. Ach, sehr schön. Draußen schon umgebaut. Oh, fein. Sicherheitssitz. Ja, ja, extra hier so ein Maxi-Cosi hinten. Ja, das ist auch nicht festgeschnallt. Fehlt nur noch und angemalt, weißt du, so ein Clownsitz. Niegel, schön. Ja. Ja, das hätte was. Da ist das nächste Ziel dann schon mal bekannt, ne? Promethium, ja. Promethium. Oh. Und dann Loot. Tour. Hast du mich gerade auf was gebracht? Warte. Was denn? Wund mal. Sofort bist du gefunden. Wenn die Flügel sieht es besser aus wie hinten. Ja, definitiv. Macht er das Muster automatisch? Ja, ich habe eingestellt Karo-Muster. Ist das quietschig? Ja, so fallen wir vielleicht nicht auf, weißt du? Ja, zumindest wissen sie, wo das Fadenkreuz ist, wo man hinziehen muss. Das Alternativ könnten wir auch pink nehmen oder so. Da fehlt aber noch ein bisschen gelb und ein bisschen grün. Ein bisschen hellblau. Wird ein Farbenfrosch. Jawohl, das ist schon mal gelb. Aber die beiden anderen Düsen auch, ja. Natürlich, hallo. Symmetrisch. Es ging auch, ne, irgendwie symmetrisch hier. N? Ja! Oh. Alter. Es geht auf die Augen. Clownsfisch. Kein Flugzeug, ist ein Clownsfisch. Ja. So. Ich glaube, uns beiden darf man nie eine Farbpistole hineindrücken. Nee, auf keinen Fall. Das ist gemeingefährlich. Der tickt schon wieder. Nice. Schöner Abschluss. Ja, finde ich auch. Da war's leer. Jawoll.